Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks. Mein Name ist Kevin und heute geht es ins Gefecht mit dem KV-3. Das letzte Mal wollte ich ihn spielen, hat aber irgendwie nicht ganz so geklappt, deshalb spiele ich ihn jetzt und wir starten auch gleich ins Gefecht. Soweit ist ja, soweit auch ich es weiß, alles drinne. Meines Wissens. Ich habe jetzt nicht nachgesehen. Ich spiele ihn ja auch nicht ganz so häufig. Oh, sehr schön. Wir sind mit unter der Top-Tiers. So. Da können wir schon mal ein bisschen was machen. Ach, der Ping sieht wieder nicht gut aus. So, ich würde sagen, wir verziehen uns auf die ja doch rechte Seite. Und ich hoffe, ich kann da so ein bisschen was wirken. So, im Anschluss möchte ich noch eine Runde. Was könnte man noch spielen? Ich hatte eigentlich vor, noch den 6er Panzer der Deutschen zu spielen, den VK 3601H. Und dann habe ich natürlich noch zum Tiger P das Gegenstück. Den wollte ich eigentlich auch noch mal zeigen. Oh, was haben wir hier? 2 Su 100Y. Ja, mal gucken, was das jetzt hier gibt. Die linke Flanke sieht schlecht aus. Na gut, sieht nach einem Rush aus. Können wir ja eigentlich unterstützen, möchte ich meinen. Und Lex habe ich auch noch. Ach, na toll. Hier ist der KV-1S. Da hat er den M4 gleich eine reingedrückt, aber wie? Wir müssen natürlich aufpassen, weil es spielt natürlich auch eine Arti mit. Und ja. Fahre ich jetzt oben lang? Nee, das müssten wir eigentlich geregelt bekommen. Oh, shit, ey. Ja, A44, was willst du? Wo willst du jetzt hin? Oh, und da ging der. Ich glaube, ich habe auch nicht richtig eingezielt. Ging der in den Felsen rein. Oh, sehr schön. Und da platzen die ersten hier. 4:0 schon. Ich habe noch nicht irgendwie einen Schuss setzen können, der auch getroffen hat. Der AL-44 wird jetzt nicht ganz so viel zu melden haben. Ja, 6:0, Leute, 6:0. Und ich konnte noch nicht sagen, unser Team ist wieder so gut. Ach, scheiße, die sind drüben durch. Oh, und der KV-3, der ist so eine lahme Hütte. Ja, da hat man eben das Problem der Geschwindigkeit, ne? Das ist eben abnormal, dass er so langsam ist. Müssen wir das Beste jetzt draus machen. Jetzt sind wir einfach mal langsam und ja, naja, was soll's. Ja, und da ist er schon geplatzt und oh. Ne, da komme ich so nicht ran.
aber hier komme ich ran. Oh, und er ist sonst wo eingeschlagen. Sehr gut. Oh, da haben wir schon gewonnen und zwei Schüsse abgegeben und nichts getroffen. Das war wieder genial, aber das Team hat sehr gut gespielt und die Mediums haben ihren Sieg verdient, sage ich mal. Gönne ich den Leuten auch, naja. Gut, 12.000 Credits erhalten, 10.000. Ja, das ist natürlich jetzt hier. naja, Mist. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Sonst gibt es noch Neues. Aufträge oben an der Spitze. Super Pershing. Auf den Kauf von Garagenstellplätzen 67%. Ja, da war noch irgendwie ein Event, was mit dem Super Pershing. Aber ich fahre die Hütte eigentlich zu ungerne. So. Dann haben wir hier den VK3601H. Und den VK3601P. Ja, ist auch noch nicht die Top Gun drauf. Will ich auch nicht unbedingt haben, weil, naja, die ist vom Durchschlag einfach geringer als die 7,5er Kanone. Und von daher spiel mal erstmal den. Und danach den 3601P. Den müsste ich, diese Reihe müsste ich eigentlich mal auch weiter spielen. Ach Mist, und da kommen wir gleich in ein Achtergefecht und das mit einem Sechser, ey. Das mache ich so ungern, weil man da nur immer sehr bedingt wirken kann. Das ist immer. Naja, mal gucken. So, ihr habt ja schon gesehen in dem letzten Video, was ich hochgeladen habe, dass so sich so ein paar Sachen verändert haben. Das werde ich auch beibehalten und ich gucke mir natürlich auch immer in anderen Channels, was die so machen und wie die das handhaben, weil kann man ja machen. Ne? Wenn die was gut machen, kann man das ja durchaus mitnehmen und man sieht ja auch, was die in den eigenen Augen nicht so gut machen. Das lässt man dann halt weg und so probiert man so ein bisschen aus und dafür gibt es ja auch Feedbacks. So, wir konzentrieren uns jetzt wieder so ein bisschen auf unser Geschehen hier. Ich habe, glaube ich, auch keinen sechsten Sinn hier drauf. Wir haben auch keine Arti, das heißt, wir müssen keine Rücksicht nehmen auf Arti-Safe stellen. Ist von daher eigentlich auch ganz praktisch. Wirkungstreffer. Ja. Lass mal den gewähren. Ah je. So, Tiger 2 fährt vor. Ich will eigentlich nicht so weit vorfahren, aber um ein bisschen Schaden machen zu können, muss ich es halt. Aber da sind die anderen natürlich weitaus gewiefter. Das war jetzt leider nicht mein Kill. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich komme nicht durch.
Jetzt. Habe ich wahrscheinlich irgendeine Luke getroffen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Abpraller! Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, da merkt man dann halt den höheren Durchschlag. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh, und da ist er durchgekommen. Mist. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, das war natürlich kein 500er Hit. Ah, der zielt auf uns. Der ging nicht durch. Ah, der kriegt seine Kanone runter. Ich muss mal sehen, ob ich ihn nehme. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Aha. Schön. Hat er gut gemacht. Da steht noch Tiger 2, KV3. Schade. Da haben wir gewonnen. Sehr schön. War eine nette Runde. Ich konnte doch ein bisschen mehr wirken, als ich gedacht hätte. Schauen wir mal, was wir gekriegt haben, ne? So, ich stehe hier auf Platz 2, 3, 4. Hier auf dem dritten Platz. Hab da eigentlich mit 1500, naja, ein 8er Gefecht. War doch gar nicht so schlecht, ne? So, was haben wir denn noch? Ja, 34.714 Credits erhalten, 27.300 blieben übrig, 1.308 Erfahrung mal 2 macht 2.616. Joa, was haben wir potenziell erhalten? Schaden abgewehrt durch Panzerung, das war von dem Leopard 180 und 25 Schüsse abgegeben, 72% Treffergenauigkeit macht 18 Treffer und 498 Schaden durch meine Aufklärung. Ja, das war das mit dem. Das Team hat auch sehr gut gespielt, also kann ich zufrieden sein. Und wir spielen jetzt mit dem VK3601P weiter. Da muss ich noch ein paar Sachen einbauen. Tarnnetz und das. Ja, und wir starten dann auch gleich ins Gefecht. So, naja, gut. Mittelfeld. Ja, kann man schon ein bisschen was machen, ne? Sind Siebner. Das ist eigentlich akzeptabel. Also ich habe da jetzt nichts zu meckern. Sind ein paar Mets dabei. Ich habe da jetzt gut, Black Prince wird ein bisschen schwieriger, KV2 komme ich durch. Ich komme da eigentlich überall durch. Also von dieser Warte her habe ich keine Probleme. Und ich hoffe natürlich, ich will ja auf dieser Reihe weiterkommen zum Tiger P. Und da erhoffe ich mir dann doch schon einiges. Also ich hoffe, der ist gut. Los geht's! Also man merkt schon deutlich hier, er ist langsamer im Nachladen. Ne? Wobei ich glaube, die Mannschaft habe ich noch nicht auf 100% bei dem hier geskillt, weil ich den einfach auch zu wenig fahre. Das ist wie in jedem Baum drin, gibt es eben auch Tanks, die einen nicht so liegen. Ne? Bei dem Franzosen sind einige schlechte dabei, bei den Jagdpanzern.
Und ich bin eigentlich auch der Meinung, die Foch, also diese 9er Foch, ist eigentlich auch zu wenig Alpha-Damage. Aber wenn ich dagegen den Aal sehe, er sieht verdammt geil aus, wie ich finde, aber er macht, er kann zu wenig Schaden abwehren. Das ist irgendwie, So, ich stelle mich jetzt hier oben erstmal hin. Und dann müssen wir mal gucken. Wir haben nämlich auch zwei Artis dabei. Und, ja. Gucken, ob wir hier wirken können. Da unten ist eine Hellcat. Oh, und da war sie schon weg. Aber ich glaube, die hat mich garantiert auch gesehen. Deswegen bewege ich mich mal hier ein bisschen mit meinen Hintern weg. Denn, wo habe ich den jetzt hier eingekriegt? Ah. Der müsste getroffen haben. Gucke da. Das sind knapp 400 Meter. Ja, bleib nur stehen. Boah, wo ging der Schuss jetzt hin? Ja, der KV-1 steht mir ein bisschen im Wege. Drei zu eins steht's für uns, aber das kann sich natürlich noch jederzeit ändern. Und die ist eben nicht sehr genau. Ach, das kann ich vergessen. Nee, das treffe ich nicht, das Ziel. Der steht hinter diesem Damm. Dann stelle ich mich doch dann lieber eher in die Mitte. Oder ich fahre gleich ganz runter. Oh, der braucht ewig zum Einziehen. Ach, und da ist er schon weg. Ja, so kann es halt eben auch mal gehen, ne? Na, guck dir mal den großen Zielkreis an, ey. Ich glaube, die Mannschaft ist noch auf 50%. Aber 60, ich bin relativ schnell. Drehe jetzt einfach ab. Ja, und ich hoffe, meine Kollegen können hier ein bisschen wirken. Wir sind bewegungsunfähig. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh. Shit, da habe ich zu spät die Kette repariert. Ach ja, das Nashorn stand da. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich drauf geachtet. Aber 10 zu 5, naja gut, es ist eben irgendwie, habe ich ein bisschen unüberlegt gehandelt jetzt. Aber ja, das sind noch zwei Artis und ich denke, die Sache ist gelaufen für die. Trotz dessen, dass ich jetzt hier vielleicht ein bisschen was durch Aufklärung gekriegt habe. Oh, hier, wie weit der die Gun runterkriegt, oder? Das ist ja übel, ey. Das ist ja übel. Boah. Ist das krass.
Der kann sich ja selber dezimieren, ey. Boah, heftig. Oh, der wird gesehen. Ah, und er hat nicht getroffen. Jetzt wird er aber bestimmt... Na? Ja, den trifft er nicht. Der fährt zu schnell. Aber wir springen mal zum 3601H. Also ich habe lieber schnell schießende Kanonen, sage ich ganz ehrlich. Denn wenn man irgendwie mit so großen Kalibern schießt und man versemmelt wo und kommt nicht durch oder irgendwie so eine Kacke, das ist schon ziemlich ärgerlich. Mit so schnell kleinen schießenden Krebeldingern, da habe ich irgendwie mehr Freude dran, weil das mümpelt richtig. Und ja, da geht dann schon doch einiges. Macht mir irgendwie mehr Spaß. So wie der E25, das ist ja göttlich, wie schnell der schießt. Und zumal man Gegner mit einer Schnellschusskanone, die haben meistens Fax außen dann. Ja, und somit haben wir gewonnen. Was sehr schön ist. Und ja, das war jetzt kein Spitzengefecht, was ich euch mit diesem Panzer präsentieren konnte. Ja. Naja. Lächerlich. Scheiße. Naja, 831 durch Aufklärung, immerhin. 12.000 Credits blieben übrig von 22.693 Erfahrungen mal 2 sind 13.086. Ja, seht ihr hier, die Mannschaft ist bei weitem noch nicht irgendwie 79%. Nicht so gut. Ist der jetzt schon als HD-Modell? Ja. Ja. Ansonsten werde ich die nächsten Tage vielleicht nochmal die S35CA fahren. Ist ja soweit auch ein echt hübscher Tank und macht auch massig Spaß zu fahren. Was werde ich noch fahren? Vielleicht packe ich auch mal wieder den Jagdpanzer 4 aus. Oder... Den Leopard habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht so gezeigt. Ja, aber der Leopard ist, weiß nicht, da komme ich in ziemlich hohe Gefechte und das macht mir den Panzer dann irgendwie nicht so wirklich Spaß. Also im Fünfergefechte ist der okay. Da kann der mit seiner Kanone echt was reißen. Aber ja, ja, das ist immer so eine Sache. So, dann T-34. Ich möchte ja bekanntermaßen... auf den oder auf das Objekt 416 kommen. Bin ich sehr gespannt. Ich finde den T-34 nicht so gut. Möchte aber dann eigentlich diesen Panzer auch schon überspringen. Und dann, aber ich spiele den halt zu selten, um dann eben auf das Objekt zu kommen relativ schnell. Das ist für mich so, Was jetzt demnächst noch ansteht, ist eben der hier, der KV-4, den kann man eigentlich auch relativ schnell bekommen, wenn man den KV-3 öfter spielen würde, als ich tue. Ja, hier fehlt der Top-Motor. Ja, es sind 150 PS, die fehlen. Ne? Das macht sich schon bemerkbar. Ja, ansonsten bedanke ich mich für das Video, das ihr eingeschaltet habt. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play World of Tanks. Und die Panzer, die ich demnächst nochmal fahren werde, wie auch den AT2 werde ich nochmal spielen. Da tut sich dann auch momentan nicht so viel. Ich habe wieder so ein bisschen mehr privat so zu tun. Und was aber definitiv bald noch kommen wird, ist der T28 Prot. Das ist eigentlich auch nicht mehr so lange hin, weil der T25-2, da geht eigentlich schon ziemlich viel. Und nur das große Fungi fehlt noch. Das kommt dann aber auch noch rein. Ansonsten werde ich eigentlich eher mehr so die KV2 werde ich nochmal spielen im Übrigen im Let's Play.
Ich weiß nicht, was ich von dem Panzer halten soll. Mit der großen Kanone macht der echt Spaß. Mit der hier, naja, wenn man trifft, schön. So, ansonsten, ja, die Tierachter werde ich eigentlich vermehrt spielen. Ja. Na. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und Einschalten. Lasst mir ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und sagt, ey, lustiger Typ, der Geselle. Oder eben lasst mir einen Kommentar oder mal eine Spieleanfrage, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Auch wenn ich jetzt diesen Monat eher weniger Zeit habe. Aber ich hoffe, das wird sich auch die nächsten Tage noch eher geben. Und ich bedanke mich vielmals und wir sehen uns im nächsten Let's Play World of Tanks wieder. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ciao, ciao.